Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 und ja, jetzt kommen gleich die Space Marines und der das Adeptus Mechanicus in das Finnred System und wollen mal so richtig einen auf die Fresse kriegen. Na komm, das überspringen wir mal. Na komm. Da sind sie. Die Dark Angels. Lucius Erkundus Truppus. Keine Ahnung wieder. Ich finde das schade, dass sie nicht ausgeschrieben sind. Ich kann verstehen, dass man das vielleicht nicht ganz ausschreibt, aber dass man die Möglichkeit hätte, wenn man mit der Maus über den Namen geht, dass das vielleicht dann komplett steht. Also, naja. Ja, schön gewesen. Aber na gut. Wir müssen die jetzt auf jeden Fall töten. Den menschlichen Abschaum. Nix hält die Necrons auf. Oh, ganz normale Runde. Okay. Dann werden wir auch ganz easy peasy agieren. Frontbewaffnung selber machen. Klack. Ach, ich hätte sie nochmal hier rüberschieben können. Moving. So, bisschen Speedy Gonzales machen hier. Ja, du bist der, dann. All power to motive units. Und wir müssen aufpassen, dass uns die Helden nicht abkrepeln. Ich finde es schade, dass unser Hauptheld auch nur. Ich glaube, einer von beiden war der Hauptheld hier. Dass die auch nur so einen. Ja, leichten Kreuzer haben. Nochmal den Boss quasi größeres Schiff gönnen können. Oh oh. Verdammte Scheiße. Warum passiert mir das immer, wenn ich das Spiel zocke? War ja letztes Mal auch schon so, dass ich ein, zwei Mal niesen musste während des Aufnahmen. Aber ich hatte keine Erkältung oder so. Keine Ahnung. Liegt's am Headset? Sind da, weiß ich nicht. Mann, ich bitte um Entschuldigung. Ja, Jungs, ihr seid echt klug, ne? Ah, ihr kriegt das schon hin. Ihr kriegt das schon hin. Genau, ihr dürft schießen. Front, genau, machen wir platt da, was ist das auch immer. Sollen sie ruhig sehen, dass sie die Geschütztürme sind. Das ist mir Wumpe. So, du Nummer 1 darf mal hier vor, du darfst mal scannen. Ah, okay, wir können nochmal mit allen. Komm mal her, ihr seid alle die 1. So, und alle mal hier so hin. Und du darfst mal Scanny machen. Oh, haben die eine gute Reichweite? Wenn wir die noch nicht entdeckt haben. Eins, meine ich. Genau, Feuer frei. Da kommt er gleich hier mit seiner dicken Armee. Diese alte Bremsscheibe hier. So, hier macht man seitliches Feuer. Ah, ist nicht so geil. Welcher von euch Kameraden? Wo ist denn der? Genau. Der kann ja mal hier hin. Und seitlich Feuer. Ah, scheiße, falsches Schiff.
Feuer frei. So, wer hat denn hier Skarabäus? Nee, da drauf. Oh oh. Was parkt denn hier so? Ich will ja nichts versenken. Dann muss es erstmal so sein. Ach so, seitlich Beschuss, scheiße. Nein! Wieso kriege ich da keine Leute drauf? Eieiei, reparier dich mal, mein Freund. Kugel der Wiederbelebung. Oh, was geht da ab? Feuer auf den konzentrieren. Warum kann der Mr. Skarabäus wieder nicht kämpfen? Verdammte Scheiße. Die schießen immer auf die Decks kaputt von diesen Leuten. Temporär beschädigt. Kotzt mich das an. Immer mal die Skarabäus, Leute. Ah, du. Weg. Ach, das ist eine Station, okay. Na los, mach den da platt da. Gut, gut gemacht. Weiter auf den nächsten. So, wissen Skarabäus Power. Das Geile ist, die Verteidigungsplattformen werden auch ein bisschen repariert. Das ist gut. Jetzt haben wir hier den Todeskreis. Die Geschütztürme werden repariert. Und hier ist, müsste auch ein leichter Space Marine Kreuzer sein, genau. Der wird ein bisschen, ja, gekillt. Da kommt jetzt noch ein fetter Klotz. Oh, Waffe wurde beschädigt. Bitte reparieren. Wir müssen da irgendwie... Kommst du da hin, bitte? Danke. Glory.
Das ist gut, diese Bomben können wir als Necrons echt gut ausweichen. Das gefällt mir. So, gut, dass wir den rangezogen haben. Ich mach das auch nochmal. Genau, alle müssen von diesem Skarabäus-Schwarm, damit sie ein bisschen profitieren. Der kann nicht mehr. Der könnte noch hier. Der muss mal ein bisschen. Ah, egal. Ich dachte, wer schon alle hätte alle Truppen auf sein Schiff gekillt. Hat er aber nicht. Stirbt auch einfach nicht dieses Scheißschiff da. Was ist das überhaupt hier? Die Kreuzer, Luna-Klasse. Meuterei auf der Luna. Das ist ein leichter, ne? Von den Space Marines auf jeden Fall. Dark Angel. Na los, einmal noch draufballern. Oh, warte mal. Na egal, war zu spät. Erst Truppen draufgeschickt und dann gekillt. Naja, ich bin zu spät eingefallen, dass wir vielleicht Schlachtpläne erobern könnten, aber... Naja. Deck vernichtet. Schilddecke ballert. Ja, ich glaube, hier der Space Marine könnte nicht mehr flüchten. Der kriegt jetzt richtig einen auf die Nase. Und wird hin und her geschubst. Dann machen wir das auch nochmal. Rückzug. Ah, Rückzug gescheitert. Tja, was ist das für ein Schiff hier? Leichter Kreuzer? Das ist auch noch imperiale Armee, würde ich sagen. Firestorm, nee, könnte auch Space Marine sein. Ich glaube, die Imperialen haben den Firestorm nicht. Wir kämpfen nicht gegen die Imperialen, das ist Adeptus Mechanicus. Mann. Naja. Tja, sah ich doch, die Menschen hatten keine Chance. Ich glaube, wir haben kein Schiff verloren. Wir hatten nur eins Schiff zurückgeschickt. Und natürlich Beschädigung. Naja, Schiffe wurden beschädigt. Ist halt so. Gibt Schlimmeres. Nämlich gar keine Schiffe mehr. Ruhmaufstieg, endlich, Mann. Ja. Dreckige Space Marines. Greifen die einfach so an. Ach, kaum kriegt. Dann kriegt er schon eine neue Flotte. Verteidigt. Oh, sieht doch kompliziert aus. Die dahin, der dahin. Da müssen wir ja hin. Ungeschützt quasi.
Na komm, haut euch auf die Köpfe da. So, in einer Runde. PK. Das sind jetzt die größeren Schiffe. Kapazität 650. Wie viel kosten die? Panzerkreuzer. Achso, das ist ein Schlachtkreuzer und ein Panzerkreuzer. So ein Panzerkreuzer scheint ja schon mal fett zu sein. Das ist ein super Schlachtschiff oder was? Panzerkreuzer. Was muss ich tun, um den zu bekommen? Erstmal im anderen System sein, okay. Das mich überzeugt. Agrippina wird nicht so ganz hinhauen. Schitte, warum haben wir hier nur so wenig? Ich will jetzt dieses Riesenschiff haben. Haut mich alles nicht um hier. Überlege ich mir gleich noch. So. Achso, das können wir jetzt nicht verbessern, oder was? Was ist das denn hier überhaupt? Gruftstalker. Bei der Ausführung einer Interaktion wird die Chance auf einen kritischen Angriff um 10% erhöht, solange das Deck noch nicht zerstört ist. 10% ist jede Menge. Ich nehme das jetzt mal. Ich hätte jetzt gerne hier bei den Waffen noch hier diesen Punkt gemacht, aber wenn wir das nicht haben, 14 Punkte können wir noch vergeben maximal, ja. Ist die Flottenverfügbarkeit. Aber ich denke mal, es hat auch ein Limit, dass wir nicht alles hier voll kriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Punkte ungefähr noch. Alles kriegen wir wahrscheinlich nicht. Naja. Gucken wir mal. Ich hätte es gerne so ein PK-Schiff. Ah. 40 und du kostest 50. Ich glaube, nächste Runde greifen die gleich an, ne? Bin mir nicht sicher, ich repariere die mal. So, gehen wir da mal raus. Haben wir noch andere tolle Sektoren? Die greift keiner an. Hier auch nicht. Da oben haben wir auch noch was. Da werden wir gleich angegriffen. Und dann brauchen wir dort 1000 Punkte. Kriegen wir und haben wir nicht. Ach, scheiße. Hier, mein Freund. Zwei kannst dich nur bewegen. Das ist schon mal scheiße. Kriege ich dich irgendwo hin? Irgendwo hin? Ja. So, dann. Weiß nicht, wie viel da. 400 soll da kosten, ne? Das ist mir jetzt Wumpe. Den will ich jetzt haben. Dann sage ich mal, ich verkaufe den. Wenn sie dieses Schiff zurückziehen, erhalten sie, bla, 189. Das sind fast 200, ja. Und dann sind wir drin. Dann haben wir da einen.
34 Punkte, da kriege ich wahrscheinlich nichts mehr rein, ne? Ah. Egal, ich habe jetzt einen gebaut. So. Oh, scheiße, ich habe mich bestätigt. Nochmal. Yep. Und bestätigen. So, jetzt muss ich dich nun da wieder zurückkriegen. Wo immer das war. Zug beenden. Scheiße. Naja, komm, das sollte jetzt wohl echt kein Problem sein, oder? Ich sag mal Autoschlacht. Ja, alle ein bisschen leicht beschädigt. Gibt Schlimmeres. Zack. Einfach mal wegeliminiert. Wegrationalisiert, könnte man auch sagen. Aber da stehen schon einfach den Schiffen her. In zwei Runden kommt der andere. Er könnte von mir aus auch schon früher kommen. Ah, die Tyranniden habe ich vergessen. Die vergessenen Tyranniden. Na gut, dann machen wir das mal. Die dürfen auf jeden Fall nicht an uns rankommen. Aber da, wenn man aufpasst, dann kann man ja immer wegspringen. Das passt ja eigentlich immer mit den Necrons. Sollte eigentlich nicht das große Problem werden. Salem, das ist dieselbe Geschichte wie vorhin wieder. Keine Punkte einnehmen, nichts Besonderes. Wir haben so viel freigeschaltet an verschiedensten Modifikationen, ne? Aber kommt einfach nicht. Mal wieder die Quallen oder Sonneneruption oder man darf nicht in Plasma, all diese Stürme da rein. Kommt einfach nichts. So, Feuer frei, sobald ihr Tyranniden seht. Gefühlt höre ich sie schon. Da sind sie auch. Der ist schon jemand und hat Hunger, ein Anführer. Das große Fressen hat begonnen. Alter. Warte mal. Das sieht ja so geil aus. Da sind so viele auf einen Haufen. Nein. Du. Dahin. Hätte ich die machen sollen. Ah, nein! Scheißen Dreck! Ah, nur noch seitlicher Beschuss. Und jetzt ist das große Fressen angesagt. Scheißen Dreck, alter Schwede. Scarabeus! Alle Mann, seitlicher Beschuss. Feuer frei. Oh, sie sind wild geworden. Alle auf einmal.
Das war aber praktisch irgendwie. Es leben auch noch welche. Initialize motive power. How may I serve? Lass dich doch mal reparieren. Da. Yes, my liege. I am the dynasty's spear. War er frei? Ist das die Nachhut oder was? Nein, 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 nein. Ich ziehe ich zurück. Ah. Rückzug gescheitert. Und dann wieder auf den nächsten. Ja, die sind, agieren nicht so klug irgendwie. Mit ihren stärksten Einheiten preschen die komplett nach vorne. Und die dummen, sage ich mal, auf diese verzichten können, die kleinen Einheiten, die lassen sie hinten. Hä, was für einen Sinn macht denn das? Die kleinen sind doch zum Opfern da, oder habe ich das, die Tyranniden nicht verstanden? Na gut, ich sag dazu nichts. Ich habe die Tyranniden hier nicht verstanden. Ich hab's ja verloren mit denen. Wollte schon beiseite springen, aber hey. Wilder Instinkt. Jetzt ist er nach Hause. Hat sich wieder zur space-galaktischen Biomasse gebildet, quasi. Zurückentwickelt. Ja, also das war ja wohl easy peasy. Da sind uns die Tyranniden ganz schön nett entgegengekommen. Das war ein Harakiri-Schwarm. Ja, die wollten ja gar nicht leben. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also klug war das jetzt nicht. Springt euch alle auf die Nase rum, hin und her. Nee, scheiße. Man muss den natürlich auch nehmen. Komm mal mit. Und komm mal her. Da mal rein. Jawollo. Kann der nicht mal schneller kommen? Ich überlege gleich. Wenn der hier war, greifen wir sofort an. Dann haben wir endlich diesen Sektor hier. Verdammte Axt. Hat auch echt lange gedauert. Ja, diese Mission haben wir ja noch hier in dem einen Sektor, die könnte man machen, aber ich versuche gerade ein bisschen auf Zeit zu spielen, dass wir nicht damit ich 1000 Videos machen kann, sondern einfach nur, damit wir uns hier besser aufstellen können und nicht dann später bei uns die Luft rausgeht, wie mit den Tyranniden. Das möchte ich nämlich vermeiden, weil ich würde gerne mal bei den Menschen... Da läuft es ja auch nicht so rund. Also hier mit den Necrons läuft es irgendwie am besten. Die sind, ich habe meine 7 Flotten, könnte sogar eine 8, sehe ich gerade, bauen. Ich habe mehrere Sektoren, ich habe Geld, ich kann mich nicht beklagen. Ach, da werden sie angegriffen. In ein paar Runden. Wir können aber auch hier...
sind ja fast 1000 Punkte. Ich baue mal. Warte mal. Wir machen das so. Zack. Machen das mal hier. Sind es 4 Runden. Reparieren wir mal. Wozu haben wir das ganze Geld? Und dann fliegen wir mal hier gleich runter. Aber ich habe Durst. Ich habe Brand. Ich muss was trinken. Und ja. Ich werde jetzt das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt die Necrons. Die Toten sind auferstanden und müssen dieses Universum reinigen. Von dem Chaoten, von der menschlichen Pest und eine andere Krankheit, die heißt Tyranniden. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein. Also haut rein. Ciao.